mataste, pero yo voy a acabarlo. Estás muerto. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Uncharted 4. Ja, das letzte Mal sind wir als Erwachsener wiedergekommen und hängen mitten in der Schlägerei drin. Oh, gibt's hier auch was, wo ich blocken kann? Oh. Oh Mann. Oh. Hau ab. Oh. Ich würde sagen, ich will den lieber mal. Oh, gibt's hier keine Deckung? Oh Mann. Der ist zäh. Oh, jetzt gab's was mit dem Kopf auf die Nase. Ich hätte gerne was zum Blocken. Aber so sieht nicht so aus. Na du Drecksack, ich krieg dich schon noch. Und noch ein und. Oh. Hör mal, Spanisch ist nicht so gut. Aber ich bin irgendwie im Knast, so wie es aussieht. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Oh, super. Werde ich haben. Gracias. Oh, nee. Hier gefällt's mir nicht. Ja, komm ich hier wieder raus? Oh, hell. Steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey, schon gut. Langsam. Also, das ist schon gut gemacht. Infernal Placer. Aha. Morgen, Jungs. Oder Abend, lässt sich hier unten schwer sagen. Oi, Idiota. Die Treppe rauf. Ich verstehe immer noch kein Spanisch. Das kommt mir echt spanisch vor. Ah. Na, die sehen nicht freundlich aus. Ja, das Publikum liebt mich. Na super. Abran la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Moment. Was hast du gesagt? Kommst du früh genug raus. Escuchaste. Oh, Scheiße.
Ich glaube nicht, dass mir das gefällt. Und nun? Wo gehen wir hier? Oh ja, zu Ratten im Bunker. Okay, ich soll da lang. Ich verstanden. Wo ist der Vogel? Oh, okay, ich muss da lang. Ah, danke. Ich glaube, ich passe mal lieber auf. Nicht, dass der mir gleich in den Hintern tritt. Hey, wo ist der abgeblieben? Boah. Das ist die Kanalisation. Okay, wir sind zumindest mal im Freien. Nur? Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mir nicht. Nur, ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt sich auch königlich dafür. Sie? Aber nicht annähernd genug. Solltest du doch nicht. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwelen. Alles von einem einzigen Schiff. Der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Oh. Das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Los. Der Brief. Por favor. Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Oh, oder nee. Möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja. Hab ich nicht vor. Oh, oh Mann. Da drüben versteckt unter dem Arbeitstisch. Bei den Kisten. Klasse, danke. Okay. Wie kommen wir hier hoch? Falls wir hier irgendwo hochkommen? Okay, da geht's lang. Oh. Danke für den Einblick. Kann ich hier hoch? Was hat er das Loch hätte ich aber sehen müssen. So, was haben wir hier? Ein Seil. Ist hier noch was? Nee. Also gut, ich muss wo hoch? Oh, toll. Halt.
Wohin? Super, wohin soll ich die Kiste? Tja, eine gute Frage. Ah ne, warte mal. Dahin. Okay. Ja, das wäre klug gewesen, ich hätte die Kiste vorher genommen. Ah, ich habe die da rüber geschoben. Toll. War nicht so clever, glaube ich. Toll. Ja, super, jetzt kriege ich das Teil nicht mehr bewegt. Nein. Doch. Da ist noch eine Frage der Technik. Muss ich auch noch an. Okay. Na toll. Ja, als erstes muss ich mal darüber. Oh Mann. Lass mich mal da hoch. Okay. Scheiße. Na toll. Danke fürs Gespräch. Und wieder was gelernt, da komme ich nicht lang. Wie sieht es dahinter aus? Kann ich da umgreifen? Kann ich da runter? Nein, da will ich nicht runter. Ja, toll. Okay. Oh nee! Oh oh! Das fängt ja schon gut an. Und jetzt? Ja, toll. Kann ich mich da dran irgendwo festhalten? In diesem Holz hier? Oh Mann. Oh mein Gott, das wird spaßig werden. Nee. Seil am Pfosten. Vielleicht. Ja, wenn ich da hin. Oh mein Gott. Gott. Oh mein Gott. Da geht's aber noch mächtig hoch. Und wo geht's da hoch? Lass mich mal gucken. Ja, ist eine schöne Aussicht, aber bringt mir nicht viel. Gibt's hier irgendwas? Nein, da kann ich nicht hinwerfen. Kann ich da draufstehen, ohne mir das Genick zu brechen? Schon. Aber nicht wirklich gut. Ah, nein. Wo gehe ich jetzt hier hoch? Ich muss an dem scheiß Mauer hoch, oder?
Okay, lass mich mal gucken, ob ich an dem Teil hier ganz nach oben klettern kann, ohne mir das Genick zu brechen. Nein, geht nicht. Ist zu gefährlich. Oh mein Gott. Nicht gut, aber keine andere Möglichkeit. Halleluja. Ja, super. Komme ich an den da dran? Nee. Auf dem Weg? Okay, schön an der Wand lang. Hoch geht nichts, ich muss da rüber. Oh Mann. Oh mein Gott. Wo ist die höchste Zelle? Kann man was mit unserem Enderhaken anfangen? Nicht wirklich, doch da drüben. Da drüben müsste was gehen. Nein, geht nicht. Wie komme ich da hoch? Okay, so nicht. Irgendwie muss ich hier hoch. Ich würde ja schon... Ich springe aber nicht darüber. Ja, außer ich brauche mir das Genick brechen. Kaum zu glauben, dass das hier noch steht. Die Spanier wussten, wie man robuste Gefängnisse baut. Gehen wir mal runter. Ich glaube zwar nicht, dass das was bringt, aber halt, da ist was. Ich dachte, heutige Gefängnisse wären schlimm. Heute Nachmittag ließ ich den ersten aus Captain Averys Crew hängen und seine Kameraden hatten Logenplätze. Dieses Vorgehen mag unnötig gewesen sein, hat ihn vor dem nächsten Akt aber ungeheure Angst eingejagt. Meinem Besuch bei den verbliebenen Männern im Turm. Die armseligen Piraten warfen sich mir zu Füßen und winselten um Gnade. Eines Tages möchte ich solch Gnadengesuche von ihrem flüchtigen Käpt'n hören. Ich würde sagen, der machte Pause und... lest euch durch. Wie komme ich da hoch? Ich muss ja hoch. Bringt mir nicht wirklich was. Ich muss ganz hoch. Ich glaube nicht, dass ich da hinspringen kann. Okay, geht nicht. Aber, ja toll, ja, das wollte ich ja. Na toll. Okay. Gehen wir mal da hoch. Kann ich da rüberspringen?
Oder komme ich von der anderen Seite jetzt an das Fenster? Nee. Halt! Ah, ich breche mir hier nochmal das Genick. Den Brief habe ich schon gelesen. Wo war ich? Hier war ich. Och, hat was mit der Sonneneinstrahlung. Oh, klasse. Oh, nee. Mal im Ernst. Das ist ziemlich cool. Nein, ist es nicht. Andere Richtung vielleicht? Ja, toll, ist eine Frage. Eher in die Richtung oder eher in die andere Richtung? Oh, Mann. Toll. Und jetzt? Oh oh. Sam, verpasst dich was. Okay, gehen wir da lang. Gehen wir hier lang. Hoch, hoch, hoch. Auf geht's. Burnszelle. Zelle. Sweet. Okay. Wo fange ich an? Ja, das ist eine gute Frage. Oh, nee. Das ganze Gekritzel muss eine Bedeutung haben. Ja, das denke ich mir auch. Aber was für eine? Was für eine Bedeutung. Oh nee. Aha. Sonne und Mond. Chemiesymbole für Gold und Silber. Moment mal. Sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Das ist ein Teil des Symbols. Ah, das ist die andere Hälfte. Also dann. Was ist das? Was muss ich suchen? Okay. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze? Und Skorpion. Okay. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Die römische Zeit. Habe ich was auf dem Brief übersehen? Römische 10, wo war denn eine römische 10 hier? Nein. Römische 10. Hä? Schütze. Skorpionzeichen und eine römische 2. Das ist eine 2. Und die römische Zahl 2.
Hä? Wo ist das Schütze-Symbol? Schütze ist römische 10. Ich hab doch hier eine römische 10 gehabt. Ist hier noch eine römische 10? Nö. Das ist die einzige römische 10, die ich hier sehe. Komm her, du römische 10. Wieso kann ich die römische 10 nicht nehmen? Leider nein. Ja, ich will ja auch nicht die. Ich will die römische 10 da unten haben. Gut, wir räumen einfach jeden Stein weg. Ich sollte mir den Brief nochmal ansehen. Ja, hab ich ja. Was ist denn das für Gekrakel da auf der Seite? Ah. Da unten ist die 10. Oh Mann. Nö, ich nehme jetzt einfach jeden. Da ist keiner. Nein, den gucke ich mir jetzt nicht an. Das nervt nämlich gerade. Ich lasse ihn jeden Stein bewegen. Einer muss es doch sein. Sollte mir den Brief noch mal ansehen. Nö, hab ihn doch. Und was ist immer da drin? Das einer an. Ein Kreuz. Igna factis recipimus. Super. Gibt's da noch was? Das muss es sein. Dann mal zurück. Oh, nee. Jetzt ist die Frage, ist die Tür hier zu öffnen? Okay, sie ist zu öffnen. Aber ich sag hier mal Tschüss. Und den Rückweg sehen wir im nächsten Teil von Uncharted 4. Bis die Tage.